Hallo und willkommen. Ich bin Angelika Keil, die Begründerin der AK-Strategie, einer universell in jedem Lebensbereich einsetzbaren Strategie, mit der Sie jedes Problem, egal welcher Art, auflösen können. Und das auf oft erstaunlich schnelle und leichte Art und Weise. Veränderungsarbeit muss nämlich gar nicht anstrengend und langwierig sein, auch wenn uns viele Menschen das immer wieder versuchen einzureden. Und mit dieser Strategie können Sie Ihre Ziele erreichen, Ihre Wünsche verwirklichen und Ihre kühnsten Träume noch übertreffen. Dass dies keine leeren Versprechungen sind, zeigen die vielen Fallbeispiele in meinem Buch Die AK-Strategie und auch die Fallbeispiele in den vielen Videos, die ich bereitstelle. Auch meine eigene Geschichte, die als Buch erhältlich ist, zeigt, welche Einflussmöglichkeiten wir in unserem Leben haben. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit der Spiegeltechnik Ihre Konflikte schnell und leicht auflösen können. Die Spiegeltechnik ist eine Methode aus der AK-Strategie. Ich möchte dies anhand eines Beispiels zeigen, eines Seminarteilnehmers, der in das Seminar gekommen ist, Konflikte schnell und leicht auflösen mit der Spiegeltechnik. Dieser Seminarteilnehmer, nennen wir ihn Peter, hatte seit Jahrzehnten heftigste Familienkonflikte. Er fühlte sich sein ganzes Leben lang schon ohnmächtig und hilflos. Er merkte nun, er müsste irgendwas ändern, so könnte es nicht weitergehen, deswegen wollte er die Spiegeltechnik kennenlernen. Als er allerdings im Seminar an die Reihe kam, wählte er nicht seinen Familienkonflikt für die Spiegeltechnik, sondern er wollte sich mal langsam rantasten und wählte deshalb einen, wie er es nannte, harmlosen Nachbarschaftsstreit. Zur großen Überraschung aller kam dann allerdings heraus, dass die Thematik dieses Nachbarschaftsstreits genau dieselbe war wie die Thematik seiner Familienkonflikte. Das ist nicht wirklich überraschend, denn es zeigt, dass alte Seelenverletzungen aus der Kindheit uns unser Leben lang begleiten und sich erst auflösen, wenn wir sie bearbeiten. Und es zeigt auch, dass diese Seelenverletzungen aus der Kindheit sich ins ganze Leben ausbreiten können, in jeden Lebensbereich eindringen können und nicht unbedingt dort bleiben, wo sie entstanden sind. Peter hat dann diesen Nachbarschaftsstreit mit der Spiegeltechnik bearbeitet. Er hat erkannt, dass die Nachbarn eigentlich Erfüllungsgehilfen des Universums sind, die ihm vermitteln, natürlich unbewusst, dass er in sich noch etwas heilen darf, dass die ganze Situation eine Lern-, Heil- und Wachstumschance, wie ich das nenne, ist. Und zwar ging es in diesem Nachbarschaftsstreit darum, dass seine Nachbarn zwei Hunde hatten, die ständig kläfften, ununterbrochen, wenn sie nicht zu Hause waren, die Besitzer. Und das geschah sehr oft. Peter und seine Frau waren schon mit den Nerven völlig am Ende. Peter hatte auch schon mehrere Nächte im Hotel übernachtet, um überhaupt mal wieder schlafen zu können. Auch die Nachbarn schienen nicht glücklich zu sein mit der Situation. Die wollten gerne ausziehen, aber sie fanden keinen Nachmieter, denn die Miete war zu hoch. Das hatten sie als neu zugezogene Ausländer nicht gewusst. Und Peter und seine Frau wollten nicht ausziehen, weil es die Eigentumswohnung war. Als Peter jedoch in der Spiegeltechnik dieses Thema bearbeitete, merkte er, dass er noch Verbesserungspotenzial hatte, wie ich das nenne, in puncto Selbstermächtigung, Selbstwertschätzung, Selbstfürsorge. Und er wollte das umsetzen, daran arbeiten, ging ziemlich optimistisch nach Hause nach dem Seminar und dann geschah etwas ganz Interessantes. Ohne dass er nochmal mit seinen Nachbarn gesprochen hätte oder irgendwas anderes unternommen hätte, waren die Hunde plötzlich still. Sie waren zwar im Haus, die Nachbarn, die Besitzer waren gar nicht da, aber die Hunde kläfften nicht mehr. Und kurze Zeit darauf zogen die Nachbarn sogar aus. Sie hatten einen Nachmieter gefunden. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie das jetzt hören, denken Sie wahrscheinlich, das ist Zufall. Das verstehe ich, denn ich habe auch am Anfang immer gedacht, dass das Zufälle sind. Wenn Sie allerdings mein Buch gelesen haben und die vielen anderen Fallbeispiele kennengelernt haben, dann glauben Sie wahrscheinlich nicht mehr, dass das alles Zufälle sind. Und wenn Sie meine eigene Geschichte gelesen haben, die auch als Buch erhältlich ist,
dann sind Sie wahrscheinlich davon überzeugt, dass es keine Zufälle gibt. Ich hoffe, Ihnen mit diesem Beispiel Mut gemacht zu haben, sich nicht mehr als Opfer zu fühlen von Konflikten, sondern wieder die Macht an sich zu nehmen und ihr Glück in die eigenen Hände zu nehmen. Und wenn Sie wissen möchten, ob die AK-Strategie auch für Sie geeignet ist, um Sie dabei zu unterstützen, Ihre Probleme zu lösen, dann kontaktieren Sie mich ganz unverbindlich, zum Beispiel telefonisch in der Schweiz unter 0041 81 416 3552 oder schicken Sie mir eine E-Mail an info@angelikakeil.ch. Ich freue mich auf Sie und ich freue mich, Sie beim Lösen Ihrer Probleme unterstützen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Liebe und Gute, Ihre Angelika Keil.